Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 26. Januar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 945 und heute habe ich die folgenden Themen für euch. Cybercrime, Threema, Signal, iPhone 12 und Galaxy Buds Pro. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema und das ist was Unangenehmes, Unschönes und Unpraktisches. Die Cybercrime-Geschichte via SMS. Gibt es auch via WhatsApp und andere Geschichten, aber vor allem via SMS sehr verbreitet. Aktuell, wo viele Leute Pakete online bestellen, weil sie nicht einkaufen können, kommen natürlich regelmäßig SMSen von DHL, FedEx, die Post und was auch immer. Und da steht drin, dass man einen Link hat oder dass ein Paket auf dem Weg zu dir ist und man auf den Link drücken muss für die ganzen Details. Hier kommt jetzt aber was Unschönes, denn Cyberkriminelle haben sich das zu Nutze gemacht und schicken eben Links raus. Wenn man da draufklickt, lädt sich eine schwarze Seite und die macht dann im Hintergrund etwas, nämlich sie schickt dann all die anderen Telefonnummern im Telefonbuch eine SMS mit dem gleichen Text. Ziemlich unschön, im Artikel etwas praktisch verpackt, weil das Ganze ist kein Virus, der da verschickt wird oder sowas. Aber dennoch unnötig und unschön. Klickt einfach nicht drauf, wenn ihr nicht sicher seid, wenn euch der Link nicht gefällt. Einfach nicht draufklicken, weil eben da kann sich was dahinter verbergen, was ihr nicht haben möchtet. Es gibt Neuigkeiten zu Threema, die Schweizer Messaging-App. Die kann jetzt Gruppengrößen bis und mit 256 Mitglieder verwalten. Für all diejenigen, die da in größeren Gruppen kommunizieren möchten, sollten sich das Update installieren. Auch polnische Übersetzung ist mit drin und noch ein paar weitere Kleinigkeiten. Genauso gab es ein kleineres Update beim Signal Messenger. Da kann man jetzt auch einzelne Hintergründe bei Unterhaltungen machen, was man halt so von WhatsApp kennt zum Beispiel. Dann hat man auch noch verschiedene weitere Funktionen, wo man auch Downloads pausieren kann etc. Wer sich da ein bisschen genauer einlesen möchte und auf Signal unterwegs ist, sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Wer bis jetzt noch nicht bei WhatsApp weg ist, macht es doch. Ich bin mit Threema und Signal ziemlich glücklich und habe da auch einen riesen Ansturm von Kollegen und Freunden gesehen, die da jetzt mit drin sind. Dann gibt es durch ein Support-Dokument von Apple Neuigkeiten. Da hat man da aufgerufen, dass man nicht unbedingt das iPhone in der Brusttasche haben soll, vor allem das iPhone 12 mit MagSafe, also mit den zusätzlichen Magneten, die da verbaut sind, die könnten sich störend darauf auswirken, vor allem wenn das Ganze noch unter Strom ist, dann soll man nicht nur 15, sondern sogar 30 cm Abstand halten. Ein nicht wirklich neues Thema, man sagt ja schon länger, auch ohne die Magnete, dass Leute, die ein Herzinfarkt gehabt haben und einen Herzschrittmacher verbaut haben oder was ähnliches, die sollten ihr Smartphone nicht unbedingt in der Brusttasche mitführen. Zu guter Letzt habe ich noch einen Videotipp, denn heute Abend oder besser gestern Abend ist ein neues Video von mir online gegangen. Die neu vorgestellten Samsung Galaxy Buds Pro sind bei mir angekommen. Ich habe sie gleich mal ausgepackt, konfiguriert, damit rumgebastelt und euch dazu ein kleines Video gemacht. Wer also Lust hat, darf es gerne anschauen gehen. Link zu all den Themen, wie immer natürlich auf daily.geektalk.ch zum Nachlesen oder im Podcatcher eures Vertrauens. Das war's mit den Neuigkeiten, die ich heute für euch bereit hatte. Ich hoffe, ihr habt einen schönen und erfolgreichen Tag und ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. In diesem Sinne, bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!